Hallo, ich bin die Niki von Anywhere Yoga. Schön, dass du heute mit mir praktizierst. Es gibt heute eine kleine, feine Einheit wieder für deine Hüften, weil deine Hüften sind wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges an deinem Körper. Und natürlich ist der ganze Körper wichtig. Doch was passiert bei deinen Hüften ist, das ist dieses Verbindungsglied zwischen deinen Beinen und deinem Rumpf. Und es ist wirklich wichtig, dass wir gut darauf achten, diesen Teil gerade flexibel, stark und wirklich aktiv zu halten, damit in weiterer Folge die Beine und da speziell die Knie entspannt sind und ihre Arbeit tun können und auch dann nach oben hin dein unterer Rücken seine Arbeit machen kann. Deswegen machen wir heute ein bisschen was genau für diesen Bereich und ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun können. Leg dich erstmal auf den Rücken. Am Rücken angekommen, ziehst du deine Beine zu dir ran. Und ich möchte, dass du deine Knie öffnest, sodass deine Knie Richtung Achselhöhlen gezogen werden, rechts und links. Da spürst du dann schon mal in deiner Beckengegend ein sanftes Dehnen. Gleichzeitig ziehst du dein Steißbein von dir weg, atmest deine Schultern Richtung Boden tief. So, dein Kopf kann geradeaus gehen, Richtung Decke einfach. Du schaust hoch und schließt aber hier deine Augen. Und dann ziehst du sanft mit deinen Händen an deinen Knien, atmest ruhig ein hier. Öffnest den Mund, atmest aus. Ruhig ein. Öffnest den Mund, atmest aus. Ein letztes Mal, ruhig ein. Und aus durch den Mund. Und dann schließt du deinen Mund und beginnst ruhig zu atmen und ganz liebevoll ziehst du mit deinen Händen Richtung Achselhöhle und du kannst gerne einmal locker lassen ein Bein und dann das andere fest daran ziehen und im Wechsel oder beide gleich fest dran ziehen, so wie du magst. Hier bleiben wir noch für 3 entspannte Atemzüge. Ruhig ein. Ruhig aus. Ruhig ein. Und aus. Ein letztes Mal einatmen. Und ausatmen, löst. Du beginnst die Beine erstmal nach oben zu strecken. Ein bisschen gerne auslockern, wenn du magst. Wundervoll. Und dann ziehst du die Beine richtig zu deinem Brustkorb in der Mitte ran, beginnst nach hinten und nach vor zu rollen und kommst hoch zum Sitzen. Und du findest einen aufrechten Sitz erstmal. Für einen Moment schließt du deine Augen und bringst deine Hände zusammen vor deinem Herzen. Und ich habe dir heute ein Zitat mitgebracht von Khalil Gibran, das möchte ich dir gerne kurz vorlesen. Gleiche nicht jenem, der am Kamin sitzt und wartet, bis das Feuer ausgeht und dann umsonst in die eiskalte Asche bläst. Also wenn wir merken, dass uns etwas nicht mehr länger dient, wenn wir merken, dass da nur noch eiskalte Asche ist, bei irgendetwas in unserem Leben, sei es Verbindungen, die wir zu anderen Menschen haben oder vielleicht eine Tätigkeit, die wir ausüben, wo wir einfach merken, da ist keine Leidenschaft mehr, keine Freude mehr, dann ist es wirklich wichtig, das auch für sich selbst einzugestehen und zu sagen, hey, ich möchte gerne, dass mein Leben in eine andere Richtung geht. Und ich weiß, Veränderung ist hart und ich weiß, Veränderung ist schwierig, aber ich freue mich darauf, auf neue Impulse in meinem Leben. Aber damit neue Impulse kommen können, ist es erstmal wichtig, die kalte Asche nicht mehr anzublasen, sondern zu sagen, ich lasse das los. Ich lasse es los, ich schaffe Raum. Wenn du das Gefühl hast, irgendetwas in deinem Leben, eine Gewohnheit vielleicht, wo du sagst, die dient dir nicht mehr länger. Irgendetwas, wo du sagst, das brauche ich nicht mehr, aber ich brauche stattdessen viel Raum für Neues. Dann kannst du das heute als deine Intention nehmen für deine Einheit, als Intention für deine Praxis und du kannst dir erlauben, dass sie dich mit jedem Atemzug, mit jeder Bewegung begleitet.
Atme nochmal ruhig ein hier. Und aus. Und dann blendest du deine Augen auf. Und du findest deinen Weg in den Vierfüßlerstand. So, im Vierfüßlerstand angekommen, bringst du deine Hände unter deine Schultern und wie immer rotierst du sie leicht nach außen, damit deine Zeigefinger parallel sind zueinander. Deinen Zeigefingerballen drückst du tief, deinen kleinen Fingerballen, Zeigefinger hatten wir schon, Kleinfinger und Handgelenks- und Daumenballen. Und die drückst du aktiv in den Boden, gleichzeitig alle 10 Fingerkuppen. Mit der Einatmung hebst du dein Herz in die Kuh. Und mit der Ausatmung rundest du mal deinen Rücken. Einatmen, dein Herz heben in die Kuh. Ausatmen, du rundest deinen Rücken. Ein letztes Mal einatmen, dein Herz heben. Ausatmen, runden. Jetzt findest du einen neutralen Rücken, dass dein Atem weiterfließt. Und mit deiner nächsten bewussten Einatmung streckst du dein rechtes Bein nach hinten. Spreiz deine Zehen auseinander. Und dann atmest du hier ein. Drückst dich mit den Händen weg und mit deiner Ausatmung ziehst du dein rechtes Knie ran. Öffnest über die Seite dein Bein zu einem pinkelnden Hund. Und mit der Ausatmung ziehst du Knie wieder ran. Dein Knie bleibt jetzt gebeugt, du kreist hoch, atmest ein. Und ziehst ran, atmest aus. Ein letztes Mal einatmen, hier ran. Und ausatmen zum Brustkorb und dann Richtung wechseln. Nach hinten hoch, einatmen zur Seite. Ausatmen, ranziehen. Wieder nach hinten hoch und zur Seite. Und zum Brustkorb. Und ein letztes Mal nach hinten hoch und zur Seite. Zum Brustkorb. Und dann streckst du dein Bein wieder freudvoll aus, atmest ein. Und setzt dein Knie am Boden ab. Atme ein, heb dein linkes Bein nach hinten hoch. Atme aus, zieh dein Knie ran. Kreis es auf, atme ein. Wieder ranziehen, aus. Einatmen, aufkreisen. Ranziehen, aus, ein letztes Mal. Einatmen, aufkreisen. Und ranziehen und dann wechselst du die Richtung. Einatmen, nach hinten hoch. Und ausatmen, ran. Einatmen, nach hinten hoch. Ausatmen, ran, ein letztes Mal, einatmen, nach hinten hoch und ausatmen, ran, atme ein, streck dein Bein aus, atme aus, setz es ab. Einatmen, dein Brustkorb heben, ausatmen, herabschauen, der Hund. Lass deinen Atem hier ruhig fließen, finde erstmal ein paar kleine Bewegungen, vielleicht ist es dein erster Hund heute. Du beugst und du streckst deine Beine. Machst vielleicht kleine Wellen mit deiner Wirbelsäule, bevor du dann hier zur Ruhe kommst. Erstmal die Knie beugst, die Fersen sind oben und du weitest dein Gesäß nach hinten oben. Und mit deinen Händen drückst du die Matte weg. Zentrierst die Arme zueinander. Und wenn du das Gefühl hast, die Wölbung nach innen, die Lordose in deinem unteren Rücken bleibt, wenn du die Beine streckst und die Fersen senkst, dann mach das gerne. Atme hier nochmal ruhig ein und ruhig aus. Und dann langsam läufst du mit deinen Füßen nach vor zu deinen Händen. Hebst dein Brustkorb hier, atmest ein, langer Rücken. Tauchst tief, Uttanasana. Atmest ein, hebst dein Herz. Atmest aus, tauchst tief. Ein letztes Mal, du atmest ein, hebst dein Herz. Atmest aus, tauchst tief und dann kommst du hoch in den Berg. Du atmest ein, ziehst dich lang und bringst aus, atmest die Hände vor dein Herz. Und heb dein rechtes Bein nach vorne hoch, atme ein. Und mit der Ausatmung öffnest du zur Seite. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen zur Seite, letztes Mal einatmen hoch, ausatmen zur Seite und dann kehrst du das Ganze um. Du öffnest zur Seite, atmest ein, ausatmen zur Mitte zurück. Und die Arme können oben bleiben oder wenn sie schwer werden, einfach zur Seite gehen. Und dann letztes Mal kreist du nach außen und nach vor, hebst die Arme, atmest ein und machst dann einen eleganten Schritt nach hinten. Mit deiner Ausatmung bringst deine Hände zum Boden tief.
hebst dein Brustbein. Bringe diesmal die linke Hand nach innen und wandere mit dem linken Fuß weiter nach außen, damit du mehr Raum hast. Dein linkes Knie zentrierst du zu deinem linken Oberarm. Und du hebst dein Herz nach vor und weitest dein Gesäß nach hinten und nach oben. Bleibe hier noch für 2 ruhige Atemzüge tief ein und aus. Nochmal tief einatmen und aus. Und dann bringst du von hier aus deine Hände zum Boden tief und dein linkes Bein, wenn es für dich geht, kreist es über die Seite hoch, atmest ein. Und kommst in den herabschauenden Hund, atmest aus. Komm nach vor in deine Planke, schieb den Oberkörper weit nach vor, atme aus. Chaturanga tief, leg dein Becken ab, leg die Füße ab, roll die Schultern, heb dein Herz, atme ein in die Cobra. Atme aus, herabschauende Hand. Hier nimmst du ein paar ruhige, entspannte Atemzüge tief ein und aus. Ein und aus. Ein letztes Mal ruhig ein und ausatmen. Und dann läufst du wieder nach vor mit deinen Füßen zu deinen Händen. Hebst dein Herz, atmest ein. Tauchst tief, Uttanasana. Komm hoch in einen Berg, atme ein, zieh dich lang. Und bring die Hände vor dein Herz, atme aus. Dann hebst du dein linkes Bein hoch, atmest ein und lässt dann mit der Ausatmung dein Bein kreisen. Und wieder sind die Arme oben oder auf der Seite. Und du kreist 3-mal in diese Richtung nach außen. Und dann drehst du um, 3-mal von außen. Kreist du nach innen. Dein Atem fließt. Und dann hebst du dein Bein, hebst die Arme, atmest ein, spreizt die Zehen. Mit der Ausatmung kommst du langsam, achtsam in eine Sprintertief. Und hier im Sprinter bringst du die rechte Hand nach innen und wanderst mit dem rechten Fuß weiter nach außen und beginnst hier mit deinem rechten Knie gegen deinen Oberarm, mit dem Oberarm gegen dein Knie zu drücken. Hebst der hintere Ferse weit hoch und hebst dein Herz nach vor. Dein Gesäß weitet sich nach hinten und du atmest ruhig ein, ruhig aus. Dein Kopf ist einer liebevollen Verlängerung von deiner Wirbelsäule. Dein Atem fließt in einem sanften Ujjayi-Atem. Atme nochmal tief ein hier. Und aus. Und dann bringst du beide Hände zum Boden tief, löst dein rechtes Bein, bringst es über die Seite hoch, atmest ein, herabschauende Hund, aus. Komm nach vorne in die Planke mit deiner Einatmung und Chaturanga tief aus. Deine Beine sind aktiv dabei, dann dein Becken ablegen, Beine bleiben aktiv, du rollst die Schultern nach oben und nach hinten, ohne sie tief zu bringen, ja? Ziehst mit den Händen Matte zu dir, herabschauende Hund. Atme hier tief ein und aus. Tief ein und aus. Ein letztes Mal einatmen und aus. Und dann läufst du wieder nach vor mit deinen Füßen zu deinen Händen. Du hebst dein Herz. Gerne kannst du die Hände auch auf deine Schienbeine geben. Kannst du noch mehr Schulterblattspitzen zueinander bringen. Tiefe Vorbeuge. Lass den Kopf hängen. Komm hoch in den Berg. Atme ein. Bring die Hände vor dein Herz. Atme aus. Heb dein rechtes Bein nach vorne hoch in dein Unicorn. Atme ein. Schritt zurück. Und von hier aus wanderst du jetzt mit deinem linken Fuß hinter deine rechte Hand und legst dein linkes Bein ab für die Taube. So achte darauf, dass dein rechtes Bein, wenn du über deine rechte Schulter schaust, nicht zu weit außen ist, sondern es geht eher Richtung Mattenmitte dein Bein. Lass deinen hinteren Zehen aufgestellt. Dein linkes Knie ist weiter draußen als deine linke Hüfte.
Und von hier aus drückst du dein Schienbein vorne kraftvoll in den Boden und die Knie, die am Boden sind, ziehst du zueinander. Jetzt merkst du, deine Hüfte kommt höher. Und du schaust, dass du möglichst rechts und links eine Höhe hast mit deinen Hüften. Und legst deine Unterarme am Boden ab. Bringst deine Hände zueinander. Und während du dein Gesäß nach hinten weitest und gespürt deine linke Sitzhälfte noch ein bisschen höher, hebst du dein Brustbein nach vor, schließt deine Augen und denkst gerne an diese kalte Asche, die du loslassen möchtest. Und du kannst dir vorstellen, wie du sie zusammenkehrst, nach draußen trägst und wirklich entsorgst. Dein Atem fließt ruhig und du weißt, dass du mit jedem Ausatmen loslassen kannst, Raum schaffen kannst, dich befreien kannst. Weiterhin hast du Kraft in deinen Beinen, du ziehst die Beine zueinander, weitest dein Gesäß, atme nochmal ruhig ein hier. Atme aus. Und dann kommst du mit deinen Händen hoch, aber deine Beine bleiben, wie sie sind. Das Einzige, was du machst, ist, du bringst deinen linken Ellenbogen, so in Verlängerung von deinem linken Fuß, auf die Matte. Du bringst die rechte Hand auf die linke. Du drückst die Hände zueinander, rollst die rechte Schulter auf und machst hier einen leichten Twist. Gleichzeitig achtest du darauf, dass du deine Knie immer noch zueinander ziehst, Gesäß weitest und atmest. Wir bleiben noch für drei. Ruhig ein. Und schau gern zum Boden tief, atme aus. Ruhig ein. Senk die rechte Hüfte ein bisschen und zieh die linke Gesäßhälfte hoch. Noch ein letztes Mal tief einatmen hier. Und aus. Und dann löst du. Du bringst beide Hände zum Boden tief, holst vielleicht dein rechtes Knie ein bisschen näher ran und ziehst dein linkes Bein nach hinten hoch, atmest ein. Nimmst du den herabschauenden Hund, atmest aus. Die Planke vor, einatmend, Chaturanga aus. In die Kobra, roll die Schultern, heb dein Herz, herabschauender Hund, ausatmen. Tief einatmen hier und aus. Nochmal ruhig ein und aus. Und dann kommst du wieder nach vor, in den langen Rücken. Dein Herz hebt sich, du atmest ein. Tiefe Vorbeuge aus. Komm hoch in deinen Bergatmen ein. Bring die Hände vor dein Herz. Heb dein linkes Bein hoch in dein Unicorn-Atmen ein. Und dein aktives Bein kommt nach hinten in den Sprinter. Du atmest weiter und bringst den rechten Fuß hinter deine linke Hand. Legst dein Bein ab für die Taube. Schaust über deine linke Schulter. Schaust wirklich, dass dein Bein mehr Mattenmitte ist als Mattenrand. Wanderst gern weit zurück damit. So deine Hüfte möglichst neutral in einer Linie rechts und links. Dein vorderes Schienbein drückst du in den Boden. Deine Knie ziehst du zueinander. Du weitest dein Gesäß nach hinten. Und während du dein Herz nach vorne hebst, legst du die Unterarme wieder ab. Bringst die Handflächen zusammen und du bleibst hier und du atmest und du erinnerst dich an deine Intention, weil immer wenn wir mal verweilen, wenn wir mal da sind, dann beginnt unser Geist, unser Monkey Mind ganz gern zu wandern und du möchtest aber gerne präsent dich mit dem beschäftigen, warum du heute auf der Matte bist. Du möchtest, dass sich diese Asana, diese Haltung entfaltet für dich. Und deswegen verstärkst du sie mit deiner Intention und mit deinem absoluten Jetztsein und Präsenzsein. Hör, wie du ein- und wie du ausatmest. Noch für zwei Atemzüge mehr. Heb deinen Brustkorb. Noch einmal einatmen. Und aus. Und dann löst du aber nur deine Hände, aber wir gehen noch in den Twist. Du bringst deinen rechten Ellenbogen in Verlängerung von deinem rechten Fuß auf die Matte. Bringst die linke Hand darauf, drückst beide Hände zusammen, rollst die linke Schulter auf.
Senkst die rechte Hüfte, linke Hüfte, Verzeihung, ein bisschen mehr und hebst dafür die rechte ein bisschen höher. Rechte Gesäßhälfte heben. Dein Atem fließt. Schau gern zu Boden tief oder schließ deine Augen nochmal. Wir bleiben noch für 3. Ruhig einatmen und aus. Ruhig ein und aus. Ein letztes Mal einatmen hier. Und aus, langsam löst du. Und bringst deine Hände wieder unter deine Schultern. Ziehst dein linkes Knie ein bisschen näher zu dir her. Hebst dein rechtes Bein nach hinten hoch. Atmest ein. Und senkst dein Bein in den Hund. Atmest aus. Schieb nach vorne deine Planke mit der Einatmung. Chaturanga tief aus. Komm in deine Cobra, atme ein. Und jetzt mit der Ausatmung in die Stellung des Kindes. Bring deine Knie weit auseinander. Und für ein paar Atemzüge entspann hier hinein. Leg deine Stirn ab. Hör dich atmen. Lass dich tief auf deine Fersen sinken. Kannst sogar mit deinen Händen leicht nach hinten schieben, so als würdest du die Matte nach vorne wegschieben. Das schiebt deinen Rücken mehr in die Länge. Atme noch einmal ruhig ein hier. Atme aus. Komm noch vor in den Vierfüßler. So, und von das zeige ich jetzt von vorne. Und ich spiegel dich dabei, ja? Das heißt, du kommst jetzt in den Vierfüßler hinein und du hebst wieder dein rechtes Bein nach hinten hoch. Ich habe hier hinten irgendwo die Wand, das geht aber noch. Atme hier ein, die Pflanze. Ausatmend ziehst du dein rechtes Knie ran und du bringst dein rechtes Bein vorne über dein linkes Bein. Und dann wanderst du mit deinen Füßen auseinander. Und bringst dein Gesäß nach hinten, kommst zum Sitzen. So, deine Beine sind jetzt übereinander. Dein rechtes Bein ist über deinem linken. Gut. Und du drückst deine Fußaußenkanten in den Boden. Weitest dein Gesäß nach hinten und nach oben. Hebst dein Herz nach vor. Atme hier ruhig ein. Und aus. Und zusätzlich bring deinen linken Arm über deinen rechten Arm und komm in Garuda-Arme. Greif die Handflächen ineinander. Und während deine Unterarme sich richtig aneinander ziehen, so kraftvoll zusammen, wie du nur kannst, ziehst du deine Ellbogen nach vorne und nach oben. Und du hebst dein Herz und du drückst deine Füße gegen den Boden und du weitest dein Gesäß nach hinten. Und du hebst dein Herz nach vorne. Und wenn du das Gefühl hast, dass das für dich so gar nicht gut geht, wenn du am Boden sitzt, kannst du gerne dich auf einen Block setzen oder einen Bolster oder auf ein dickes Buch. Du bleibst hier, schließt die Augen, atmest ruhig ein, atmest aus. Nochmal ruhig ein und aus. Und dann löst du langsam, hebst die Arme nach oben hoch, atmest ein. Und du atmest aus, bringst die Hände tief. Und das, was wir jetzt machen, ist lustig und gar nicht schwierig. Ja? Du kannst es dir aber gern zuerst anschauen, bevor du es selbst machst. Was ich tue, ist, ich komme hoch, ich komme auf meine Fußaußenkanten und dann drehe ich mich nach links herum, einmal um die eigene Achse. Das heißt, ich drehe mich nach hinten, dann über die Seite wieder nach vor und setz mich wieder. Und dadurch ist jetzt mein linkes Bein über meinem rechten Bein. Und vielleicht bei dir auch. Ansonsten bring einfach dein linkes Bein über dein rechtes Bein. Und drück deine Fußaußenkanten wieder in den Boden. Von da aus dann Gesäß nach hinten weiten, dein Herz nach vorne heben. Und wir kommen wieder in diese Adlerarme, die Garuda-Arme. Diesmal bringst du deinen rechten Arm über deinen linken. Die Unterarme sind aneinander, die Handflächen sind aneinander. Und du drückst die Unterarme zueinander, richtig kraftvoll, und hebst die Ellenbogen nach vor, sodass sich dein Herz mehr hebt. Und hier bleibst du und atmest. Ruhig ein. Ruhig aus. Ruhig ein. Ruhig
ruhig aus. Noch einmal mehr einatmen und aus. Und dann löst du, hebst die Arme über die Seite hoch, atmest ein, senkst die Hände tief, atmest aus. Jetzt löst du hier einfach deinen Sitz auf, streckst die Beine nach vorne und von hier aus beginnst du, dich auf den Rücken abzurollen. Du kommst in die Rückenlage hinein und lässt deine Füße hier noch aufgestellt. So, mit deinen aufgestellten Füßen nimm jetzt einmal dein rechtes Bein zu dir ran. Erstmal wieder so wie am Anfang der Einheit, ziehst du dein rechtes Knie Richtung Achselhöhle. Und von da aus dann beginnst du mit deiner rechten Hand zu deiner rechten Fußaußenkante zu greifen. Dein rechter Ellenbogen bleibt innen. Und dann drehst du die Fußfläche hoch Richtung Decke. Und während beide Sitzknochen erden und dein Steißbein tief Richtung Boden und von dir weggeht, ziehst du sanft an deiner rechten Fußaußenkante. Es ist so ein halbes Happy Baby. Du ziehst dein rechtes Knie Richtung Boden tief und deine Schultern sind entspannt. Bleibe hier, atme ruhig ein. Ruhig aus. Ruhig ein. Und aus. Noch einmal mehr tief einatmen. Und aus. Und dann nimmst du dein rechtes Sprunggelenk, hebst dein linkes Bein und legst dein rechtes Sprunggelenk auf deinem linken Bein ab. Und du kreist mit deinen Händen zu deiner linken Kniekehle, flexst beide Füße. Dein rechtes Bein zieht von dir weg, während du dein linkes Bein zu dir ranziehst. Dein Steißbein zieht von dir weg. Und dein Hinterkopf drückst du leicht in den Boden hinein, damit du kein Doppelkinn hast, sich dein Kinn sanft heben kann. Atme ruhig ein hier und ruhig aus. Zwei mehr, ruhig ein und aus. Ein letztes Mal einatmen und aus. Dann löst du deine Hände von deiner Kniekehle. Und du bringst dein rechtes Bein ganz über dein linkes. Dann ziehst du beide Beine näher zu dir ran und verschränkst die Finger über deinen Beinen. Und während dein Steißbein weiter wegzieht, ziehst du deine Beine näher zu dir her. Atme. Schaffe Raum. Sei ganz bei dir. So langsam löst du das auf. Bringst beide Beine wieder am Boden tief. Deine Füße sind aufgestellt auf dem Boden. Und dann nimmst du dein linkes Bein und wie am Anfang der Einheit ziehst du dein linkes Knie erst Richtung Achselhöhle. Nimmst dann deine linke Hand zu deiner linken Fußaußenkante und deine linke Fußfläche kommt hoch Richtung Decke. Sanft ziehst du mit deiner Hand an deinem Fuß, sodass dein Knie Richtung Boden tief kommt. So erlaubt deinem rechten Bein nicht allzu sehr nach außen zu scheren, sondern möglichst aufgestellt zu bleiben. Dein Atem fließt. Deine Schultern atmest du tief. Noch für zwei Atemzüge. Noch einmal mehr. Und langsam löst du, hebst dein rechtes Bein und bringst dein linkes Sprunggelenk auf deinen rechten Oberschenkel. Du greifst mit deinen Händen zu deiner Kniekehle und während du dieses Bein ranziehst, dein rechtes, öffnest du längs. Achte darauf, dass deine Füße flex sind, dein Steißbein zieht von dir weg. Du hebst dein Kinn sanft und atmest.
Und langsam löst du dann deine Hände von deiner Kniekehle. Bringst dein linkes Bein ganz über, dein rechtes drüber. Ziehst die Beine Richtung Oberkörper. Greifst mit deinen Händen um dein Knie und ziehst dann Beine näher. Atme. Dein Steißbein zieht immer noch weg von dir. Langsam löst du das auf und hebst beide Beine hoch Richtung Decke. Bring deine Hände gern auf deinen Bauch, spüre, wie du tief in deinen Bauchraum hineinatmest. Spreiz gern deine Zehen auseinander. Bring deine Fußinnenkanten zusammen. Atme nochmal ruhig ein hier. Und dann atme aus, beug die Knie, setz die Füße am Boden ab. Öffne die Arme wie Flügel, atme ein, heb dein Gesäß. Bring es ganz weit zum rechten Mattenrand und lass die Beine nach links rüber sinken. Atme beide Schultern tief und zieh die rechte Hüfte von dir weg. Atme ruhig ein. Ruhig aus. Und nochmal ruhig ein. Und aus, zieh den Bauchnabel nach innen. Und komm mit dieser Kraft zurück zur Mitte. Bring dein Becken zurück zur Mitte. Dann heb dein Gesäß wieder hoch. Bring es weit rüber nach links. Und lass dann deine Beine nach rechts sinken. Atme beide Schulterblätter tief. Zieh die linke Hüfte von dir weg. Ruhig ein. Und aus. Nochmal tief einatmen. Atme aus, zieh den Bauchnabel nach innen. Komm wieder zurück zur Mitte. Bring dein Becken zur Mitte. Zieh die Beine nochmal zu dir ran. Gerne nochmal so offen wie am Anfang der Einheit. Und dann kommst du in dein Shavasana. Streck die Beine aus, öffne die Arme, sodass deine Handflächen nach oben zeigen. Schließ sanft deine Augen. Und das ist die ultimative Loslass-Asana, Shavasana. Erlaub dir tief in den Boden zu sinken. Deinen Atem musst du nicht mehr kontrollieren, sondern du erlaubst deinem Körper für dich zu atmen, während du ganz präsent bleibst. Kommt dein Körper in eine Stille. Und das, was du gerne loslassen möchtest, kannst du dir vorstellen, wie mit jeder Ausatmung das, was du loslassen willst, von dir wegfließt, unter die Matte, von der Matte in den Boden, vom Boden von dir weg. Und ein jeder Atemzug macht dich freier. Ein jeder Atemzug schafft mehr Raum für Neues.
Gerne kannst du noch liegen bleiben, wenn du möchtest. Und wenn du mit mir weiter in den Abschluss der Einheit gehen willst, dann beginnst du langsam deine Füße und Hände zu bewegen. Ziehst dich gerne mal lang, atmest tief ein und aus. Ziehst dann die Beine zu dir ran, rollst dich auf eine Seite. Und mit geschlossenen Augen kommst du hoch zum Sitzen. Findest einen aufrechten Sitz. Bringst deine Hände vor dein Herz. Und dann beginnst du deine Hände zu einer Lotusblüte zu formen. Es ist wie ein Blütenkelch vor deinem Herzen. Und du blinzelst die Augen auf und schaust in diesen Blütenkelch hinein. Und jetzt hast du Raum geschaffen. Also wenn du möchtest, lade ich dich ein, dass du jetzt in deine Lotusblüte all das hineinatmest, was du dir für dich und für dein Leben wünschst. Ganz behutsam schließt du dann deine Lotusblüte und lässt ein kleines bisschen Raum zwischen deinen Handflächen für all deine Wünsche. Atme ruhig ein und aus. Ruhig ein und aus. Für ein Om atmest du ein. Bring dann deine Hände zu deinem dritten Auge für liebevolle Gedanken, zu deinem Mund für sanfte Worte und zu deinem Herzen. Für ein Herz voller Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Namaste. Vielen Dank, dass du heute mit mir praktiziert hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du fühlst dich richtig frei in deinem Hüftbereich, aber auch in deinem Herzen und wieder frisch aufgeladen mit all deinen Wünschen. Ich freue mich schon auf das nächste Praktizieren mit dir. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, wie es dir so ergangen ist in der Praxis. Und abonniere gerne den Kanal Anywhere Yoga. Da freue ich mich und es inspiriert mich immer und motiviert mich, mehr Videos zu machen. Wenn du mal live mit mir Yoga machen möchtest, kannst du gerne auf yogalive.at gehen. Da haben wir in Graz ein Studio und wir bieten auch Live-Online-Klassen via Zoom an. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich dich mal live begrüßen kann und sehen kann, im Computer oder einfach im Studio. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Praxis mit dir in deinem Wohnzimmer. Alles Liebe und bis bald.